die Fortbildung denke ich, dass ich schon auch ein bisschen stolz auf mich bin. Denn ich habe ja auch was erreicht. Und die Arbeit ist halt interessanter geworden. Es ist halt eine abwechslungsreichere Arbeit. Mit dem Projekt KMU Innostadt möchten wir dazu beitragen, dass Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, verstärkt in die eigene Innovationsfähigkeit investieren, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Verbesserung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Das Application Center der Firma Limum in Dortmund. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Mikrooptiken, die in der Lasertechnologie zum Einsatz kommen. Das rasante Wachstum des mittelständischen Unternehmens erforderte auch im Bereich der Personalentwicklung und der Weiterbildung der Mitarbeiter innovative Strategien und Konzepte. Inzwischen hat das Unternehmen zweimal auf die Unterstützung einer mit Landes- und EU-Mitteln geförderten Unternehmensberatung zurückgegriffen. Wir haben hier sehr viel Know-how, was Technologie angeht, aber natürlich in Organisationsformen haben wir keinen großen Mitarbeiterstab, der das genauso gestaltet. Das ist auch immer wieder nur ein phasenweiser Bedarf. Und deswegen sind Programme, die uns dabei helfen, im richtigen Moment die nächste Reorganisation gut zu gestalten, besonders hilfreich. Technische Innovation und soziale Innovation gehen bei Limo Hand in Hand. Auch Michael Heinrich hat von dieser Entwicklung unmittelbar profitiert. Durch die Optimierung der internen Arbeitsorganisation konnte sich der gelernte Fräser zum Qualitätsprüfer weiterbilden. Als Schichtleiter übernimmt er neue Aufgabenfelder und Verantwortungen. Das Besondere bei Limo, denke ich, ist vor allen Dingen die Förderung der Mitarbeiter. Gerade im Bereich Fortbildung. Denn ich weiß, dass es in vielen anderen Unternehmen nicht so ist, dass man nicht die Chancen bekommt. In vielen anderen Unternehmen wird man an die Maschine gestellt, eingestellt. Und da bleibt man eventuell auch den Rest seines Lebens, wenn man Glück hat. Und bei der Limo ist es halt so, dass immer schon, wer sich engagieren will, der kriegt die Chance, sich zu engagieren und sich zu beweisen. Egal, mit welchem Abschluss jemand zu uns kommt, das fängt beim normalen Arbeiter an, der vielleicht sogar ungelernt ist, den wir auf spezielle Dinge, die wir hier machen, schulen, bis hin zum Akademiker, der meinetwegen promoviert von der Uni kommt, der aber trotzdem natürlich noch weitergebildet werden muss oder auf unsere Denkweisen eingeschworen werden muss, damit er erstmal in das passt, was wir hier tun und damit er da auch möglichst schnell einen Beitrag leisten kann. Und deswegen ist für uns Weiterbildung ein absolut wichtiges Element. Die Firma Limo ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das in vielerlei Hinsicht vorbildlich ist. Sie investieren in gute Produkte, in gute Dienstleistungen. Sie investieren vor allen Dingen in gute Arbeit. Und dazu gehört auch Weiterbildung als strategisches Element von Personalentwicklung zu begreifen. Denn die Personen, die Menschen, die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Und von daher ist strategische Weiterbildung unglaublich wichtig für eine nachhaltige Entwicklung eines Unternehmens. Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung, kurz GIB, in Bottrop. Hier laufen die Informationen und Ergebnisse des Forschungsprojekts KMU Innostrat zusammen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir haben mehrere Schwerpunkte. Wir haben verschiedene Akteursgruppen, mit denen wir jeweils individuelle Lösungen erarbeiten wollen. Bezogen auf politische Anreizsysteme wollen wir schauen, wie können solche Systeme so gestrickt werden, so modelliert werden, dass sie möglichst gut viele Unternehmen anregen, in ihre eigene Innovationstätigkeit zu investieren. Mit Multiplikatoren reden wir darüber, wie diese möglichst gut ihre jeweiligen Kunden, ihre jeweiligen Mitglieder erreichen können mit ihren Botschaften. Mit Beratungsunternehmen reden wir darüber, wie dieser Transfer von innovativen Gedanken möglichst gut heruntergebrochen werden kann, jeweils zu einzigartigen Lösungen erarbeitet werden kann, die dann auch in Unternehmen nachhaltig implementiert werden.
Also ich denke, Berater haben in diesem Prozess zur Stimulierung breitenwirksamer Innovationsstrategien aus drei Gründen eine besondere Rolle. Das eine ist, die Berater sind selber Transferagenten. Das heißt, sie agieren in verschiedenen Unternehmen und Organisationen und sorgen für einen Transfer von entsprechendem Know-how. Das ist das eine. Zum Zweiten sind sie ja ein Unternehmen, um Prozesse zu gestalten. Und meistens sind Innovationsprozesse jenseits der betrieblichen Routine. Das heißt, das liegt jenseits der tagtäglichen Arbeit in den Unternehmen. Und daher ist es sinnvoll, einen externen Berater für diese Prozessmoderation zu engagieren. Und drittens geht es oft darum, nicht nur diesen Prozess einmalig zu moderieren, sondern auch dieses Prozess-Know-how in den Unternehmen zu hinterlassen, dass die zukünftig diese Prozesse selbst gestalten können. Der Transfer zwischen Wissenschaft, die Innovationsprozesse erforscht, und Beratungsunternehmen, die diese in Unternehmen implementieren sollen, ist selten. Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt von KMU Innostrat ist es, diesen Erfahrungsaustausch zu optimieren. Ein weiterer Projektpartner von KMU Innostrat ist die SFS, die Sozialforschungsstelle an der TU Dortmund. Viele kleine und mittlere Unternehmen verzichten ganz auf Beratungsleistungen, auf externe Dienstleistungen. Und unsere Aufgabe ist zu schauen, warum entscheiden sich Unternehmen dafür, warum entscheiden sich andere Unternehmen dagegen. Und wenn wir ein bisschen mehr über die Hintergründe wissen, warum, können breitenwirksame Interventionsinstrumente besser konstruiert werden, damit die Unternehmen sich besser darauf einstellen. Unsere Aufgabe ist es jetzt in dem Projekt zu schauen, wie kann man möglichst viele vergleichbare Fälle schaffen, damit Innovation in einer möglichst breiten wirksamen Art in kleinere und mittlere Unternehmen übertragen werden können. In Deutschland haben wir 1,7 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Dies sind etwa 99% aller Unternehmen, die wir in Deutschland haben. Sie beschäftigen etwa 60% aller Erwerbstätigen. Das heißt, immer dann, wenn wir von Strukturwandel reden, müssen wir die Dimension dieser vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit einbeziehen und sie in ihrer Vielzahl und Vielfalt mitnehmen auf diesem Weg der Innovation. Thank you.